Österreicher haben ein besonderes Talent. Wir bringen Dinge zusammen. Anstrengung und Entspannung. Arbeit und Genuss. Aber den Geschmack der Heimat in einem einzigen Schluck zu vereinen, das muss erst einmal einer zusammenbringen. Gut, besser, Gösser. Österreichs bestes Bier. Was gibt es Neues bei Autohaus Huber in Nickersdorf? Das ist unser neuer Fiesta. Das letzte Modell in der Ausstattung Titanium mit 125 PS. Das Auto gibt es ab 70 PS bis 200 PS. Kofferraum mit einem Ladevolumen von 291 Liter. Da geht schon relativ viel rein. Das ist das neue Infotainment-Display mit 8 Zoll. Mit Spurhalteassistent, App-Link, mobile Apps drauf. Da bei diesem Display kommt man unter die Einstellungen rein, wo ich die ganzen Grundsysteme drin habe, von Bluetooth, Telefon, Notrufassistenten, mobile Apps, Audio, Klangverstellen. Aber auch hier ist bei Huber Nickersdorf mit Neuheiten. So, das ist unser neuer EV6, das Flagship-Modell der Marke Kia im Elektrobereich. Gibt es in 7 verschiedenen Ausstattungslinien, hauptsächlich Airline und GT-Line. Vorteilhaft sind die elektrisch verstellbaren Sitze, Höhen, Tiefen verstellbar. Das Modell gibt es auch im Allrad, Reichweite ist ca. 400 Kilometer. Dieses Auto hat tote Winkelassistenten auch, was natürlich sehr vorteilhaft ist beim Überholen und so weiter, beim Einparken. Praktisch ist der größte Kofferraum, was das Elektroauto natürlich hat. Das alles und noch mehr im Autohaus Huber, Nickersdorf. Eine Probefahrt wird Sie überzeugen. Boah, wie früher. Da gefällt's mir. Ja, da gefällt's mir auch. Grüß dich, darf ich dir für ein Bier lohnen? Nein, aber darf ich dir für ein Kracherl lohnen? Das Gösser Bierkracherl für Erwachsene. Absichtlich alkoholfrei. Prost! Prost! So, Frieda, jetzt das nicht geben. Gut, besser, Gösser Kracherl. In der Gebietsliga Mürz geht es an diesem Wochenende in die dritte Spielrunde und da trifft der Tabellenzehnte Rapid Kapfenberg 2 auf den Tabellensiebten auf St. Barbara. St. Barbara könnte heute mit einem Sieg da mit einem Dreier an die Tabellenspitze aufschließen und das Match wird heute sicher sehr, sehr spannend. Der Favorit natürlich, der Unterliga Nordaabsteiger St. Barbara. Rapid Kapfenberg 2 und St. Barbara duellieren sich da in der Highway Arena in Kapfenberg-Diemlach. Bernd Petritz, der St. Barbara-Trainer, der will natürlich heute einen Dreier, will zur Spitze vorstoßen. Der Schiedsrichter heute ein bekannter Mann, Klaus Brunner aus Volzberg. Los geht's! Rapid Kapfenberg da mit dem ersten Angriff und mit dem ersten Fehlschuss. Die jungen Rapidler, die spielen munter drauf los mit gutem Beginn. Nun mal St. Barbara, der Gästeangriff wird da gut geblockt. Dominik Rami im St. Barbara-Tor hat da keine Mühe. Wir blenden in die 18. Spielminute, ein Feitschuss da und der findet den Weg ins Tor. 1:0 für St. Barbara steht's. Den Treffer erzielte Wölfler für die Gäste. Nick Hoffmann im Rapid Kapfenberg-Tor wird da nicht sonderlich gefordert.
Steinwieder Rapid Kapfenberg holt sich da den gelben Karton und das berechtigt. In Minute 40, da legen die Gäste nach. Florian Zuschnig erhöht auf 2:0 für St. Barbara. Auch kämpferisch hat das Spiel einiges zu bieten, wie man sieht. Steinwieder bringt Rapid Kapfenberg daran auf 1:2 in Minute 40. Geht da noch was vor der Halbzeit? Doch Agne Linus macht die Träume der Kapfenberger zunichte und trifft da in der Minute 45 zum 3:1 für St. Barbara. Und das ist auch der Halbzeitstand. Mein Name ist Julian Edlinger, ich bin 23 Jahre alt und seit 3 Jahren Schiedsrichter. Mit über 300 aktiven Kollegen sind wir die größte Fußballmannschaft der Steiermark. Wir würden uns freuen, wenn auch du Teil dieses Teams wirst. Auf geht's in die zweite Spielhälfte. Ja, geht es. St. Barbara da mit gutem Ballwechsel, der Angriff da bringt aber nichts ein. St. Barbara mit der Führung im Rücken tut sich nun leicht. Schiri Klaus Brunner macht's da mit Routine. Man merkt, St. Barbara hat für die Gebietsliga ein super Kollektiv. Ist schön anzuschauen, da wird Fußball mit Herz gespielt. Da geht's nicht ums Geld. Der junge Lukas Kern St. Barbara mit einer soliden Leistung heute. St. Barbara da mit Angriff und mit einem langen Ball auf Assan. Und Assan trifft da zum 4:1 für St. Barbara. Nun ist der Deckel drauf. St. Barbara steuert einen sicheren Auswärtssieg entgegen. Mut war Rapid Kapfenberg, verteidigt das sehr brav. Die Moral, die stimmt bei den jungen Kapfenbergern. Rami da kann sich auszeichnen im Gästetor bei diesem tollen Schuss. Wir sind in der Endphase angelangt, Treffer gibt es keinen mehr. St. Barbara holt sich da mit dem 4:1-Sieg da in der Highway Arena 3 wichtige Punkte. Stimmen zum Match? Ja, was sagt der Matthias Buschl da zu dieser 1:4 Heimniederlage gegen St. Barbara? Ziemlich enttäuschend. Ich glaube einmal, die Niederlage ist viel zu hoch ausgefallen, als eigentlich ist. Wir haben Chancen gehabt, dass wir eigentlich in Führung gehen, sind dann bitter in Rückstand geraten. Wir haben gewusst, St. Barbara hat einfach die individuelle Klasse, dass sie das ausnutzt. So war es dann leider auch. Aber im Großen und Ganzen haben wir einfach zu viel Lehrgeld gezahlt. Man hat ja ganz junge Truppen, die Buben sind ja so alle fast 16 Jahre, manche nicht einmal ganz. Genau so ist es. Junge Mannschaft, wir wissen, wir sind ein Ausbildungsverein. Und jetzt da heißt es an die Unterliga gewöhnen. Und jetzt werden wir die Hinrunde sicher Lehrgeld zahlen müssen. Ist leider so, aber wir werden das Beste draus machen.
um die Kampfmannschaft mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ich glaube, jetzt braucht man wieder ein paar Buscheltore und natürlich Punkte. So ist es. Ich glaube, am Freitag gegen Steyr ist endlich soweit. Da ist der erste Dreier. Gott sei Dank spielen wir daheim. Das heißt, die Fans im Rücken. Und da wird es soweit sein. 3 Punkte. Ja, der Bernd Petritsch natürlich hoch erfreut heute mit diesem 4:1 Auswärtssieg. Gratulation. Was war der Schlüssel zum Erfolg? Ja, danke erst einmal. Ja, ich meine, die Burschen sind sowieso gut. Taktisch haben sie jetzt auch ein bisschen zurückgezogen, von Tempo ein bisschen was rausgenommen. Und ich sage, die Rapid Kapfenberg, die sind einfach spielerisch extrem stark. Da musst du erst einmal entgegenhalten. Aber ich sage einmal, dadurch, die Jungs wirklich gut eingestellt waren heute, haben sie auch die Chancen nicht rausgespielt. Ja. Wenn man die Partie hernimmt für die Gebietsliga, war es ein hohes Niveau? Ja, sehr hohes Niveau. Ja, beide extrem gut gespielt. Sehr viel Doppelpass drinnen, extrem schnell auf der Seite und oben. War richtig schön zum Anschauen, muss ich sagen. Ja, und natürlich, St. Barbara will ja natürlich ganz vorne mitspielen und wenn es geht, sogar aufsteigen. Ja, jetzt ist es noch früh in der Saison, sagen wir mal so. Aber natürlich hat man das Ziel, vorne mitzuspielen, ja. Das definitiv. Danke, alles Gute. Danke.